Weiter mit Civ 6. Unser Partie mit den Sumeren auf Gottheit läuft erstaunlich blutrünstig ab. Mal gucken, wie es weiterläuft. Macht auf jeden Fall einen Heidenspaß hier. Wir werden auch sehr gefordert. Also auf Gottheit hatten wir ja schon sehr unterschiedliche Verläufe. Wir spielen seit Jahren auf Gottheit, aber man weiß vorher nie genau, was passiert. Es gab einzelne Partien, da sind wir ganz früh schon aus dem Spiel genommen worden. Von KI-Nachbarn, die neben uns standen. Manche krachten nochmal erst im dritten, vierten Anlauf geschafft. Letztes Mal hatten wir eine Partie, die letzte, die lief mit dem Kongo auf Gottheit, die lief relativ reibungslos, aber das hier. Was für ein Hauen und Stechen, was für ein Bluten, ein Meucheln und ein Morden hier. Was für ein Melken auch, entschuldigt, dass ich noch eine attraktive Alliteration dazufüge, denn wir melken Antiochia. Wir schicken hier, jetzt gehen wir rein, wir haben alles geplündert, wir haben 686 Gold gefarmt. Jetzt geht's einmal hier hin, einmal rein in die Stadt, einmal Stadt zurückerobern. Nein, es hat nicht gereicht. Ein Fitzelchen, 10 Garnisonsgesundheit sind da. Der jammert Auer mit uns, der Linieninfanterist, dass wir überleben das aber. Wenn er stehen bleibt, überleben, also wenn der uns das überleben wird, er hat nur 2 Bewegungspunkte. Wir sterben beinahe, aber nur beinahe. Wir werden es überleben, aber ganz knapp, ganz knapp. Und wenn die beide hier angreifen, ist der natürlich futsch. Nee, das überlebt er auch. Das Katapult könnte daran glauben. Nee, auch nicht. Der muss wegrennen natürlich. Und der Handwerker muss auch weg. Wenn er drauf zieht, erobert er den Handwerker. Aber den Handwerker können wir uns dann wieder zu. Ach, wenn man das ganz anders. Einmal hier hin, bitte. Dann ist der Handwerker schon mal beschützt hier. Und mit dem Apostel geht es weiter Richtung zu dem Disputanten. Wir machen ihn zum Disputanten und wollen ja bekanntlich Missionare knacken. Ziehen einmal nach. Schon einmal hier vorne hin. Jagen gleich Fremde. Noch einmal nicht zum Disputanten gemacht. Die haben dann plus 20 Kampfstärke im theologischen Kampf, aber das werden wir. Ah. Ach, doof, jetzt habe ich den in die Kontrollzone reingezogen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber wir haben den hier. Ach, dann machen wir den hier. Das ist doch okay. Sieht der in die Stadt. Oder hier ist ja noch einer. Das reicht doch alles aus. Der geht hier in die Stadt rein. Macht sein Nickerchen. Dann minus 1, 2. Folgt nicht der von uns gegründeten Religion. Zweimal könnten wir missionieren. Machen wir nächste Runde. Einmal missionieren, um den umzudrehen. Das brauchen wir. Wir könnten auch einen Missionar kaufen, jetzt schon, in Goldmais. Das ist möglich. Er hat allerdings nur 3 Aktionen. Oder auf einen Apostel sparen. Das ist die Religionsübersicht hier. Nee, wir setzen einfach mal drauf, dass der Disputant das richtet. Weil denn der feindliche Missionare oder Apostel um die Ecke bringt, dann kann er danach wieder heilen in Adrianopel unter der Voraussetzung in der Nähe der heiligen Stätte, unter der Voraussetzung, dass die Stadt mittlerweile buddhistisch ist. Und er gleichzeitig macht er im Kampf gegen fremde religiöse Einheiten, sorgt er dafür, wenn er eine Einheit killt, dass deren Religion schwindet, in einem bestimmten Umkreis und unsere Religion sich verbreitet. Und das nutzen wir dahingehend, dass wir diesen Apostel zuerst jetzt gleich zweimal missionieren lassen, um Adrianopel umzudrehen. Vielleicht reicht auch einmal. Nachher dann nur noch eine letzte Aktion. Die genügt wiederum, damit er überhaupt im Spiel bleibt. Und dann holen wir uns die Disputantenbeförderung und setzen andere Fremde. Greifen fremde andere Missionare an. Das wird schon gehen. Das ist schon okay. Ein Gouverneur ist untätig. Victor, der bleibt auch erstmal untätig. Wir schicken ihm mal eine Urbullen und entscheiden dann immer noch. Wir schicken ihn nach. Ja, genau. Wir schicken ihn mal nach Urbullen. Umsetzen kann man ihn immer noch.
Er kann auch während der Reise in eine fremde Stadt wieder weggenommen werden. Hier mit den Katapulten geht es Richtung Norden, bitte. Ebenfalls schon mal. Im eigenen Territorium heilen unsere Leute, im Fremdterritorium nicht. Es war mit dem Zwielichtmut so bestimmt. In die neue Stadt könnten wir Viktor schicken. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Weil die braucht ihn. Einmal rüber Richtung Lagash. Ist auch in Windeseile da, in 3 Runden. Jetzt erhöht er schon, das wird gleich aktualisiert, die Anzeige hier. Reicht noch nicht aus. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Ab dem zweiten Bürger könnte es schon ausreichen und wir gründen auch eine neue Stadt da. Einmal hier hin, einmal heilen. Innerhalb der eigenen Grenzen heilen wir einmal hierhin, einmal heilen oder befördern einfach auch nur. So, und mit ihm wollten wir noch hier unten hin. Na, einmal, zweimal, drei Handwerker wollten wir hier unten haben. Ihn können wir hier hinschicken und hier, nee. Der bleibt. Bitte erstmal hier. Ihn wollten wir hier hinschicken für ein Sägewerk und den Kollegen wollten wir dann hier die Mine gleichsetzen lassen. Die Mine reparieren dann. Hm. Lieben Dank an Terminon für 5 Abos, an den CDK Twitch, an Flubor, an den Südseesegler, an Agott und an Jukas. Danke an Terminon. Liebe Grüße. Nochmal an YouTuber auch. Terminon, danke. Bleibt ja drin stehen. Lass erstmal den Feind kommen. Einmal heilen im eigenen Territorium. Muss also auch raufziehen dafür. Schicken wir einmal hier hin. Setzen eine Runde aus. Der Handwerker setzt auch eine Runde aus. Mit dem Siedler geht es Richtung nach hier vorne hin. Wir brauchen einen Begleiter. Er braucht einen Bodyguard. Dafür könnten wir einsetzen. Eigentlich auch den Speerkämpfer hier. Oder den Schwertkämpfer, den wir gleich produzieren werden. Ich nehme ihn mal mit. Die laufen gemeinsam. Hier links dann durch und weiter. Und eine Runde weiter, bitte. So, jetzt wird er von der Linieninfanterie erstmal beschossen. Oh, jetzt wird's spannend. Das sind die Babylonier, mit denen wir bekanntlich keinen Krieg haben, sondern befreundet sind. Er schlägt uns vor, unsere unfassbar großen Bernsteinvorkommen uns davon was abzugeben, dass wir ihm davon was abgeben, offene Grenzen. Und er bietet uns 5 Gold 30 Runden lang. Quecksilber bekommen wir von ihm schon, sonst hätte ich mir das jetzt geholt. Oder? Ja, ich glaube ja. Nein. Boah, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Von einem der beiden Nachbarn, von Kyros, bekamen wir auch irgendwas. Hatten wir uns von Kyros Quecksilber geholt oder was anderes? Weil das ist nicht mehr da. Wisst ihr das noch? Wale. Von wem hatten wir die Wale bekommen? Die Wale hatten wir bekommen von ihm oder hatten wir die Wale bekommen vom Perser? Von ihm bekamen wir die Wale. Seid ihr euch sicher? Von Kyros die Wale? Was denn jetzt? Wir nehmen das mal raus. Das können wir immer noch hier machen. Also die Idee finde ich okay. Ich glaube, wir hatten auch mehrere Bernsteinvorkommen, also mehr als eines. Wir verkaufen ihm das auf jeden Fall. Das ist okay. Denn auch, ne, das sollte alles stimmen. Oh, der Armbrustschütze erwischt uns hier unten. Ah, da vorne kommt ein Pikinier, das ist auch doof. Wir sind technologisch so rückständig hier. Der Schwertkämpfer hat gerade mal überlebt, ganz knapp. Jetzt schauen wir mal nach, von wem wir was bekamen hier. Das war der Stadtstatus, das sind die Ressourcen und wir bekommen Quecksilber von Hammurabi, mit dem wir befreundet sind. Insofern alles gut.
Und wir bekommen den Bernstein, exportieren wir einmalig an Hammurabi, auch alles gut. Dann bekommen wir, den haben wir teilweise selber, teilweise bekommen wir Bernstein aus dem, von irgendeinem Stadtstaat. Und wir bekommen zwei so in unseren Städten, dann ist alles gut. Die Wale sind weggefallen. Das heißt, die Wale müssen, können wir versuchen, uns neu zu holen. Ja, aber niemand, der mit dem wir keinen Krieg hätten, gibt uns die Wale. Vielleicht ist er sogar bereit, mit uns Frieden zu schließen. Ausgegraut, nicht möglich. Jetzt holen wir uns die Stadt hier unten zurück und greifen einmal in Antiochia an. Geplündert haben wir ja schon überall. Die Einheiten killen wir nicht. Der hat Gott sei Dank knapp überlebt. Feuern einmal die Stadt runter. Es ist sie bei null. Das ist mir zu riskant. Wir ziehen jetzt einfach mit einer unserer Einheiten hier einmal rein und das war's dann. Plündern könnten wir jetzt hier gar nichts mehr. Stadt gehört wieder uns und plündert und befällt in drei Runden erneut. Das ist ganz schnell wieder repariert. Einmal wird hier die. Nein! 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 Der Linieninfanterist kam nicht aus Antiochia, der kam aus Konstantinopel. Der ist jetzt nicht verschwunden. Scheibenkleister. Boah, bis wir den klein kriegen. Das kann sein, Kerwin, dass du das zweimal geschrieben hast, aber in dem irren Tempo, in dem er in Chat postet, ich kann nur jeden gefühlt, sag mal, jeden fünften Kommentar vielleicht lesen oder jeden siebten. Mehr ist nicht drin, sonst kann ich nicht spielen gleichzeitig. Ja, Speedy, wir haben es im Chat gesagt. Wie immer die Frage von mir, wollt ihr, dass ich den Chat lese oder wollt ihr, dass ich spiele? Wenn ich spiele, kann ich nur, ich weiß nicht, den hin und wieder mal jede Minute einmal kurz im Chat gucken, mal flüchtig durchgucken und vielleicht ein, zwei Kommentare lesen. Mehr geht nicht. Shayoto, danke fürs 23. Abo. Hi, Shayoto. Ja, die meisten Zuschauer scheinen auf meine Frage, wir wollen, dass du spielst doch, das lieber zu haben. Okay. So, also den müssen wir jetzt in Sicherheit bringen. Wenn wir Glück haben, wendet er sich auch gegen die Feinde. Wir müssen jetzt in irrem Tempo weglaufen. Der hat nur zwei Bewegungspunkte, das ist unsere Chance. Wir müssen nach oben hin weiter flüchten. Der hier, der Landsknecht, kommt von Anshan. Das ist auch fies. Oh, wir haben keinen Krieg mehr mit denen. Da der Suzerainstatus von Hammurabi hat den Suzerainstatus von Basilius überschrieben. Wir sind mit Anshan nicht mehr im Krieg. Top. Den einen Gesandten irgendwo einzusetzen, bringt uns gar nichts. Also das ist nicht mal unser Feind. Das ist sehr beruhigend. Jetzt wollen wir erstmal dem Armbruchschützen hier aus dem Weg gehen. Und wir ziehen mal rauf. Eins Richtung nach oben hin. Der halt an Ort und Stelle. Krieger ist, ja, der halt hier vorne bitte. Wollen die Stadt behalten, aber alle. Hat nur noch einen Bürger hier. Sag mal, kann es sein, dass wenn wir die Stadt, wenn die nur noch einen Bürger hat, wenn die nochmal erobern, dass sie vernichtet ist? Chat, wenn wir eine Stadt mit nur einem Bürger erobern, ist sie dann vernichtet? Oder gibt es die dann noch? Bei früheren Civ-Teilen war die dann vernichtet. Wir hatten das gar nicht mal zur Auswahl. Wie ist es heutzutage? Wie ist es bei Civ 6? Es bleibt bei einem Bürger. Weil bei Civ 4 wäre die weg gewesen. Bei Civ 5 weiß ich nicht mehr. Immer neue Regeln mit jedem Civ-Teil. In dem weichen wir aus, soweit es geht. Der Kriegswagen zieht eins hier rauf. Der zieht eins hier links. Der repariert ja schon mal. Der Handwerker. Da haben wir einen Handwerker, der hier vorne repariert, bitte. Der hier vorne repariert jetzt. Der Kriegswagen bleibt hier bitte stehen. Kann vom Armbrustschützen beschossen werden. Der zieht zum Reparieren. Einmal hier rauf. Wir haben auch eine Karte eingestellt, mit der die Einheiten nur reparieren.
eine Politikkarte innerhalb der eigenen Grenzen. Einmal hier hin. Der darf hier stehen bleiben zum Reparieren. Der sollte weg. Die ziehen an die Front. Nach oben hin. Denn dann können wir hier nach rechts. Ne, die brauchen wir wieder hier unten, ne? Ich wollte dem irgendwie Platz schaffen. Das klappt nicht wirklich. Einmal hier hin. Goldmais Speerkämpfer ist wieder da. Ein Speerkämpfer entstanden. Speerkämpfer kosten uns keinen Unterhalt. Zwar ein Gold pro Runde, aber wir haben eine Politikkarte drin, dass ein Gold pro Einheit, deren Unterhalt immer runtergeht. Wir könnten noch einen Speerkämpfer produzieren. Militäreinheiten sind im Augenblick wegen des Weltkongresses und des aktiven Effektes Söldnerkompanien unglaublich billig im Bau. Ein Katapult, wir schwimmen in Katapulten. Also wenn wir hier oben die ja angreifen wollen, wie stark sind die im Vergleich zu uns? Wir haben ja Krieg mit denen. Ja, die sind schon sehr stark. Wir bräuchten eigentlich Forschung. Forschung, Forschung. Ich glaube, mehr, noch mehr Militär macht keinen Sinn. Wir müssen auch irgendwann hier mal ein bisschen ausbauen, ne? Wir wollten hier vorne, hier wollten wir eigentlich kaufen, mit Geld kaufen und hier einen Campus hinsetzen. Das wäre ein Dreier-Campus. Wir brauchen Forschung, wir brauchen alles Mögliche. Den Regierungsplatz können wir uns holen. Unsere Legion, dadurch können wir Stupas bauen, die geben Annehmlichkeiten. Wir müssen in die Produktion rein. Wir können das nicht länger hinausschieben. Wir haben Truppen, haben wir genug, die kriegen wir, ne? Wir sind auch militärisch so rückständig. Was hat der? Hat 77 Forschungspunkte. Mit dem müssen wir irgendwann Frieden schließen. Wir können ihn nicht kriegerisch überlaufen, selbst wenn er weniger Militärstärke hat als wir. Wir kriegen dessen Truppen gar nicht getötet. Das bekommen wir nicht hin. Campus plündern bringt Forschung. Zla. Na? Naja, wir müssen langsam anfangen. Wir wollten hier ein Industriegebiet bauen. Irgendwann. Das haben wir allerdings noch nicht erforscht. Hier sollte ein Aquädukt bzw. ein Staudamm hin. Aquädukt wird uns mehr Wohnraum geben. Den brauchen wir ebenfalls. Ein Kornspeicher bringt uns Wohnraum. Noch ein Handwerker können wir uns auch bauen. Der ist ganz fix da, um hier Sägewerke zu bauen, damit die Stadt in die Produktion reingeht. Wir haben gerade mal 4 Bürger, wir brauchen Wohnraum als erstes. Das Aquädukt dauert wie lange? 8 Runden. Bringt 2 Wohnraum noch nur mehr, weil wir an einem Fluss sind. Wir bauen mal den Kornspeicher, der geht schon fix. Dann geht's ja voran. Ach Quatsch, wir haben so viel Geld, das können wir uns auch kaufen hier. Wir kaufen hier vorne in Lagash uns das Monument. Genau. Kaufen uns hier das Monument. Es gibt uns einen Loyalitätspunkt mehr. In Antiochia versuchen, gehen wir wieder rein in das Heilige Städtengebiet, weil die Stadt ja nochmal verlieren werden. Mit dem Handwerker hier oben wollten wir hier die Eisenmine reparieren. Heilen, heilen, heilen. Das Tore sind die Katapulte, weil die 2 Gold kosten und nicht nur einen. Wann kommt die Politikkarte, die uns nur noch 2 Gold Unterhalt? Mit immer 2 Gold Unterhalt spart, wir wissen es nicht wann. Vielleicht bekommen wir ab der Monarchie mehr Geld rein, weil wir mehr Politikkarten haben. Nächste Stadt wird gegründet. Im Westen wollten wir 2 gründen. Hier wird einmal missioniert. Den Disputanten holen wir uns noch nicht. Jetzt ist die Stadt nicht mehr orthodox ostkirchlich, allerdings auch noch nicht bullistisch. Aber der Bullismusdruck ist der größere. Wir können allerdings auch gleich nochmal missionieren, das sollte reichen. Eine Runde weiter. Hier können wir gleich den Missionar angreifen nächste Runde. Ich wette, der zieht ein Feld vor.
Und eine Runde weiter, Leute. Der Armbrustschütze zieht vor. Ich war lange nicht mit einer Partie so hoffnungslos technologisch unterlegen. Jetzt zieht der Linienfernrist vor. Der Renaissance beginnt. Wir haben ein normales Zeitalter erwischt. Ein Zeitalterpunkt kommt dazu. Mit dem, was du hast, das zu tun, was du kannst. Aber jetzt können wir nun zwar noch Pikeniere bauen, aber keine Speerkämpfer mehr. Wir können aber mit viel Geld unsere Speerkämpfer zu Pikenieren upgraden. Hör zu, fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Ihr könnt doch nicht im Ernst behaupten, ihr hättet die Macht, nur weil so eine wässrige Schlampe euch ein Zepter in die Hand gedrückt hat. So göttliches Recht, damit kommt jetzt die Monarchie bei uns rein, als neue Regierungsform. Der Zeitalterwechsel, der nächste, ist in frühestens 40 Runden. Und damit wir kein dunkles Zeitalter bekommen, müssen wir relativ weit hier vorankommen. Wir haben noch nicht so viele Städte gegründet wie viele andere. In die Berechnung, wie viele Punkte man braucht, fließt unter anderem ein, wie viele Städte man schon gebaut hat. Deshalb ist das hier nicht so unheimlich viel, das sollten wir schaffen. Eine Widmung können wir wählen. Die Widmungen des normalen Zeitalters sind langweilig. Vorher gucken wir allerdings erstmal, wie das jetzt mit dem Druck sich hier entwickelt hat. Rebellion trotzdem noch in zwei Runden. Danke an Shayoto fürs 23. Abo. Shayoto, danke an Vipar fürs 3. Abo. Liebe Grüße an dich. Ich danke dir zurück. Danke für den netten Satz hier. Lieben Dank und fürs Herzle. So, was haben die anderen für Zeitalter? Nein. Ach, Scheiße. Was ist das für eine Partie? Die ist ja sauschwer. Beide Nachbarn im Süden und im Norden haben einen Helden bzw. ein goldenes Zeitalter erwischt. Und der Unterschied beim Loyalitätsdruck bleibt erhalten. Die haben weiterhin mehr Druck auf uns als zuvor. Es ist eine bockschwere Partie. Die ist super, super schwer. Es bleibt aber, in zwei Runden wird schon wieder rebelliert. Immerhin hier vorne nicht. Echt heftig. Echt heftig hier. Wir laufen mal Richtung Westen hier weiter. Gucken, dass wir hier vorankommen. Noch zwei Städte sollen hier entstehen. Was wählen wir uns als Widmung, Leute? Exodus der Evangelisten, ne? Ja. Also einfach nach dem Ausschlussprinzip. Nichts davon ist wirklich spannend. Münzreform. Wir haben im Augenblick eine Handelsroute. Wenn wir eine Handelsroute abschließen, also wenn man sie erneuern muss, bekommen wir einen Zeitalterpunkt. Wir wollen so viele Zeitalterpunkte wie möglich bekommen, um ein dunkles Zeitalter zu vermeiden. Münzreform hilft uns dabei nicht. Das nächste hier, wenn wir in dieser Epoche uns sicher wären, dass wir sehr, sehr viel Erkundung machen, Schiffe losschicken und andere Sachen, dann wäre Hixunt Draconis cool. Dann würden wir nämlich immer dann, wenn wir ein Naturwunder oder einen Kontinent entdecken, viele Zeitalterpunkte bekommen. Normalerweise ist das in der Renaissance eine sehr coole Sache, die man wählen kann, aber ich bin mir keineswegs sicher, ob wir das machen. Wir haben noch kein einziges Schiff, wir können ein Schiff bauen, wir können kaufen, wir können eins losschicken, aber da wir technologisch so weit zurückhinken, können wir im Augenblick und auf lange Zeit noch keine Schiffe bekommen, die auch über Ozeanfelder fahren können. Das heißt, es kann sein, wenn wir nur die Küsten entlang tuckern, dass wir niemals fremde Kontinente entdecken oder nur einen oder so. Ich würde es nicht machen, viel zu riskant. Dann bleibt dann Monumentalität, ein Zeitalterpunkt, wenn wir einen neuen Spezialdistrikt bauen. Ja, hin und wieder bauen wir einen. Exodus der Evangelisten, wenn wir eine Stadt bekehren, bekommen wir gleich zwei Punkte. Ein Nachteil. Bekehren heißt nach meiner Erinnerung in diesem Zusammenhang, ich glaube, das hatten wir auch schon mal ausprobiert, nur wenn wir das auch mit einer Einheit machen, mit einem Missionar oder mit einem Apostel und nicht, wenn es durch theologischen Kampf läuft. Das heißt, der Hauptweg, auf dem wir fremde Städte bekehren werden, über unseren Disputanten-Apostel, der wird uns keine Zeitalterpunkte einbringen. Puh. Also entweder Exodus der Evangelisten oder Hixunt Draconis. Wir schauen uns nochmal an, wann wir eine Karavelle bekommen können, ob wir das irgendwie absehen können. Wir winkt irgendwo eine Karavelle im Hintergrund.
das ist hier, wir sind im Zeitalter der Renaissance, aber hier kommen erst die Renaissance-Schiffe, die Erkundungsschiffe. Wir sind Meilen davon entfernt. 18 Forschungspunkte Runde für Runde. Wir haben bislang den Schiffsbaum. Alle Landeinheiten können immerhin Wasser. Wir können einer unserer... bekommen wir eine große Persönlichkeit demnächst? Auch nicht. Die könnten wir zum Scouten benutzen. Wir könnten einen einzelnen Handwerker, der vielleicht nur eine Aktion hat. Oder einen Missionar, der nur noch eine Aktion hat. Den kaufen wir für 160 Glaubenspunkten relativ billig. Den könnten wir zum Scouten benutzen. Einen im Osten, einen im Westen. Einen rechts, einen links. Und den über die Karte schicken, der kann auch vernichtet werden, aber das wäre eine Möglichkeit. Campus-Distrikte bauen und mit Monumentalität geht, aber wie lange dauert das, bis wir einen haben werden? Wie lange brauchen wir in unserer produktionsreichsten Stadt in Urbulland dafür, um einen Distrikt zu bauen? 7 Runden, in der Regel 12. Das ist unsere stärkste Stadt. Wir haben auch ganz viele wenig Bürger aller Orten. Es ist total, wie Parsen lieb, was du schreibst. Es ist echt alles, egal was man macht. Wir haben die Wahl zwischen lauter miesen Alternativen. Wir müssen raten. Wir machen mal einen auf wagemutig. Wir sagen mal, wir setzen alles auf Scouten. Und gehen auf Hix und Draconis. Und schicken Leute in alle Himmelsrichtungen los und hoffen das Beste, dass es irgendwie klappt. Ja? Vielleicht bekommen wir ein Heldenzeitalter, weil wir haufenweise Naturwunder entdecken konnten. Ich weiß es nicht. Wir wagen es mal. Egal was man wählt, alles war gleich mies. Na? So, wie geht's weiter? Industriebezirke bauen wäre cool. Mehr Produktion durch Minen wäre auch cool. Wir haben etliche. Da können wir auch Landsknechte bauen. Dauert aber eine gefühlte Ewigkeit. Wir müssen erstmal Salpeter freischalten. Wir haben nirgendwo einen Heureka. Mit 3 Bogenschützen ging der... Wir bauen irgendwo noch einen Armbrustschützen. Wir haben, glaube ich, 2 Bogenschützen, oder haben wir nur einen. Das Heureka bekommen wir. Dann geht es weiter mit Armbrustschützen. Wie viele haben wir im Augenblick? 1 Bogenschütze ist hier vorne. Haben wir irgendwo noch einen zweiten? Einen. Ja, wenn wir jetzt ganz schnell noch 2 Bogenschützen bauen, bekommen wir das Heureka. Dann bekommen wir 40% der Forschungspunkte geschenkt. Also statt 13 Runden sind wir dann vielleicht nur 7 Runden und bekommen 6 geschenkt. Über den Daumen. Da weiß man vorher nie ganz genau, wie das aufgeht. Dafür müssten wir bauen hier oben schnell einen Bogenschützen. Der braucht... Der braucht 2 Runden, das ist schön schnell. Dank des Weltkongresses, in dem das ja im Augenblick noch super schnell geht, durch den aktiven Effekt der Söldnerkompanien. Dann bauen wir... Ich glaube, bauen wir einfach 2 hintereinander hin. Das ist ja egal, wo die stehen. Hier vorne können wir auch nach dem Schwertkämpfer einen reinstecken. Der braucht hier wie lange? 3 Runden, das geht auch. Nächste Ausrichtung nach dem göttlichen Recht. Ich will schnellstmöglich zu den Söldnerkarten, denn wir kassieren sehr viel Geld im Augenblick und damit könnten wir unsere Einheiten auch verbessern. Hier, da braucht man weniger Eisen oder weniger Salpeter. Mit dieser Karte hier, mit der man die strategischen Ressourcen da weniger von verbraucht, und das hier ist weniger Gold. Der Weg darauf hin ist aber ewig lange. Eine Teerausbildung bekommt man eingesandt und hier bekommt man einen Gouverneurstitel. Geschichtsaufzeichnung. Campusbezirk Nachbarschafts... Ja, Campusbezirk Nachbarschaftsboni verdoppeln. Da gehen wir drauf und bauen jetzt hier einen Campusdistrikt hin und hier vorne und so weiter. Und da wir im Augenblick auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben, gehen wir schon mal hin und kaufen uns hier das Feld dafür. Und setzen da schon mal den Bau rein.
Ein Campus bitte hier vorne mit 3 Nachbarschaftsbonus. Da sind die Baukosten schon mal drin. Das Feld müssten wir eigentlich von alleine bekommen. 7 Runden, ja. Mal gucken. Schauen wir uns nachher an. Neue Regierung. Jetzt wechseln wir in die Monarchie. 2 Zeitalterpunkte. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir doppelt so viele Kartenslots zur Verfügung wie zuvor. Wir haben einen neuen Bonus. Einen Wohnraum pro Stadtmauerstufe. Stadtmauern haben wir allerdings bislang kaum gebaut. Und viel, viel mehr Einflusspunkte als zuvor. Wir brauchen auf jeden Fall die Rekrutierung, wir müssen Geld sparen. Die Loyalität brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir gucken mal, ob wir die brauchen. Eine Heureka haben wir bekommen. In Farbenfluss haben wir noch nicht mal eine Einheit. Pardon, in Adrianope haben wir einen Loyalität von 10,7. Hier haben wir so wenig Loyalität, minus 20, ob wir da jemanden drin haben, eine Garnison oder nicht. Das ist vollkommen Schnurz und Piepe. Wir nehmen die Nimmertenei raus. Ach, es kann sein, dass wir die brauchen hier links im Westen in Lagash. Na, brauchen wir ja. Sonst kommen wir ja nicht auf. Lassen wir noch dran. Da sind wir nur knapp im Plus. Also Limatenai bleibt drin, Rekrutierung bleibt drin. Eine Produktion in allen Städten. Eine grüne Karte, das ist die Einflusspunktekarte, charismatischer Anführer. Die multipliziert sich mit dem zweiten Bonus der Monarchie, plus 50% mehr Einflusspunkte. Das heißt, wir generieren 3 Einflusspunkte Runde für Runde. Dann sind wir hier unten unterwegs mit hier bekommen wir 2 Gold. Der erste Gesandte zählt doppelt. Wie viele Stadtstaaten haben wir denn? Hier würde der erste doppelt zählen. Das ist uns allerdings, ja. Da könnten wir einen hinschicken. Wann kommen die nächsten Gesandten? Relativ bald, lohnt sich eigentlich nicht. Falls wir angegriffen werden, könnten die Bastionen eine Hilfe sein. Wir könnten auch ein paar Stadtmauern bauen, da bekämen wir überall einen Wohnraum mehr. Das wäre eine gute Phase dafür. Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings wollten wir auch die Bezirke bauen, aber die Stadtmauern sind mit der Limeskarte extrem schnell zu bauen und in Kopplung mit der Monarchie bekommen wir dann überall einen Wohnraum mehr. Ja, ja, ob sich die großen Persönlichkeiten jemals lohnen, ich glaube, das ist, weiß ich nicht. Könnten 2 Gold mehr bekommen bei minus 25, aber noch plündern wir ja. Wir könnten noch ein paar Glaubenspunkte mehr bekommen. Wir haben 2, 3 heilige Stätten, glaube ich. Die hätten dann höhere Nachbarschaftsboni. So würde ich es machen. Einheiten bauen wir. Wir sind im Einheitenbau drin. Allerdings bauen wir welche Einheiten? Bogenschützen. Die sind dann schneller hier. Agoge. Im Augenblick bauen wir für die paar Runden noch ein paar Einheiten hier unten. Hier raus und bestätigt. Dann sind wir wieder hier vorne. Dann geht es hier ganz fix hier. Hier geht es auf die andere Seite rüber. Können wir im Augenblick nicht. Hier sind wir unterwegs und wollten den können wir angreifen. Ja. Einmal hier drüber. Einmal attackieren. Ach, wir müssen erstmal den Disputantenbonus uns holen. Nächste Runde greifen wir dann an. Weil wir heilen ja auch dann wieder. Ne, in dem hier nicht. Ach, das gucken wir uns gleich an. Oh Gott, der greift uns an in Antiochia. Das ist echt bitter. Wenn wir Glück haben, hilft uns der byzantinische Armbrustschütze und brezelt dem auch eins drauf, aber der tut richtig weh, der Lean Infantrist. Er kann uns Probleme bereiten.